Unter Denkmalschutz steht diese alte Werkhalle. Hier wurden neue Loks im Kreis gebaut. Neu ist auch die Lok für die letzte Meile. Die Westfälische Landesbahn hat eine angeschafft. In den Farben der WLE rangiert die neue E-Lok im Betriebsgelände in Lippstadt. Ohne Fahrdraht. Als Lok 82 wird die 187.010 bei der WLE bezeichnet. Für den WLE-Bereichsleiter Eisenbahn Johann Ubben ist die Neuanschaffung der richtige Weg in die Zukunft. Die 187, die haben wir deswegen beschafft, weil die Besonderheit hat, die hat den Last-Mile-Diesel drauf. Das bedeutet, dass wir nicht nur unter Strom fahren können, als klassische E-Lok, sondern eben auch halt einen Diesel nutzen können, um dann Rangierbewegungen durchzuführen, eben halt die Last Mile abzudecken, die sonst im Verkehr, im Eisenbahnverkehr immer schwierig ist zu organisieren. Und hier haben wir das in einer Hand. Lea-Lokführer Marco Hagen-Lüke hilft heute im Rangierdienst aus. Hilfreich ist auch die Kameratechnik in der neuen Lok. Die Westfälische Landeseisenbahn ist schon lange im Geschäft. Zu den bekanntesten Leistungen gehört der Warsteiner Zug. Lok 21 mit Bierwerbung. Auch ein Siemens Eurorunner gehört zum WLE-Bestand. Zurück nach Lippstadt. Auf der Scheibe Lok 81, eine Viersystemmaschine der Baureihe 189. Sie wird nun durch die Last-Mile-E-Lok ergänzt, deren Bedienung kinderleicht zu sein scheint. Marco Hagen-Lüke erklärt. Wenn wir jetzt den Motor nehmen, drücken wir einfach mal hier drauf. Jetzt hören wir im Hintergrund, jetzt startet der Motor. Jetzt brummt es so im Hintergrund. So. Jetzt haben wir den Motor schon mal am Laufen. Sehen wir, weil hier dieses weiße Piktogramm jetzt hinterlegt wurde. So, jetzt ist die Last Mile da. Und jetzt hätte man halt die Option, mit der Lokomotive im Last Mile Modus zu fahren. Einfach mal in die konstante Richtung schalten. So, jetzt fährt er den Motor hoch, dass wir auch Traktionsleistung abgreifen können. Im Bahnhofsbereich ist Lok 82 dann unter Fahrdraht. Ohne Halt wird auf die Versorgung aus der Oberleitung umgeschaltet. Wird ja gerne argumentiert, dass man ja immer noch einen Rangierer braucht. Wie funktioniert das denn jetzt hier bei der Last-Mile-Funktion? Bei der Last-Mile-Funktion brauchen wir das nicht unbedingt, weil halt diese Lokomotive auch eine Funkfernsteuerung hat. Und diese Funkfernsteuerung, dann sind wir halt vorne auf der Pufferbohle oder auf dem Wagen und können halt eigenhändig den Zug irgendwo in einen nicht elektrifizierten Bereich hineinfahren.
Das lässt sich jetzt nur mit zwei, drei Knöpfen, Joystick, lässt sich die bewegen, ja? Das geht, ja. Man muss eine Fahrtrichtung einlegen und wenn sie dann möchte, dann läuft das. Also. Jetzt fahren wir gleich vorwärts, ja? Ja, wie gesagt, wenn sie es macht. Sie macht's. Im Bahnhof Lippstadt steht Lok 81 mit dem nächsten Warsteiner Zug bereit. Ist unser wichtigster Zug, ist unser wichtigster Kunde. Das wird auch im Wesentlichen das Einsatzgebiet von der neuen 187er sein. Und die Warsteiner ist seit ungefähr 20 Jahren ein sehr verlässlicher Partner von uns. Seit Ende Februar 2016 ist nun auch die Lok für die letzte Meile vor dem Warsteiner Zug anzutreffen.